Servus Leute, hier ist wieder euer Snatch und diesmal wieder mit einem neuen Combat Arms Review. Und zwar diesmal mit dem Review zur AK-74U Goldplated. Ja, bevor wir mit dem Review beginnen, möchte ich euch noch kurz ein Gifter-Video bringen. Und zwar hat es hier unten irgendwo angefangen. Ich weiß gar nicht, ob ich die TQBs schon hatte. Ich glaube schon, ja. Genau, so. Hier einmal eine PP19 für einen Tag. Hau rein mit Waffe und Review bitte. PS weiter so from Norwood 2013. Danke dafür. Dann eine 7 Tage Anti-Flash Googles oder Goggles. Viel Spaß damit. Von Cinex. Dann noch einmal von Cinex dasselbe. Nochmal diese Anti-Flash Goggles für 7 Tage. Dann nochmal für einen Tag von Cinex die AK-74U Goldplated. Achso, hier meinte er zu viel GP, hier meinte er LOL und hier eine 7 Tage M69HE Frag, auch von Cinex, kein Text, danke dafür und dann noch hier eine Cappy für 7 Tage, hahaha, LOL von Cinex und dann noch eine M16A1AP Mine für einen Tag, ich oder Igge Buns Cinex, ich denke mal das soll heißen, ich bin's Cinex von Exodus, also auch von Cinex. Ja, danke für die ganzen Gifts, lieber Cinex. Hat mich sehr gefreut und jetzt kommen wir zum Review. So, kommen wir zum Review. Ja, die AK-74U Goldplated wurde mir für 7 Tage von Xarium oder Xarium, ich weiß nicht genau, wie ich den Namen aussprechen soll, weil hinter dem X noch ein Minus ist, aber ja, egal. Du weißt, oder ihr wisst, wen ich meine, oder derjenige weiß, dass ich ihn meine. Danke für dieses nette Gift und hier dein Review. Ja, also die AK-74U Goldplated ist meiner Meinung nach wirklich so ein GP-Schatz, würde ich mal sagen. Ich finde, in Combat Arms gibt es generell sehr, sehr viele solche GP-Schätze, die halt auch sehr, sehr selten gespielt werden. Weil es einfach so, wenn man eine NX-Waffen permanent hat, spielt man die natürlich auch. Und vor allem bei mir ist es so, da ich recht viele Waffen permanent habe und allein dafür schon wirklich es schwer ist, alle Waffen zu spielen und dann hat man eigentlich gar keine Zeit, um GP-Waffen zu spielen, sage ich mal. Finde ich allerdings schade, weil ich finde, GP-Waffen zu spielen macht sogar fast mehr Spaß, weil es einfach so ist. Und man weiß, man ist keine NX-Bob und meistens oder manchmal sind sogar die GP-Waffen dann auch besser als die NX-Waffen und macht einfach wirklich sehr viel Spaß. Naja, gut. Also, die AK-74U Goldplated ist im Nahkampf eigentlich wirklich stark. Also, es ist ja generell so, die AKs in Combat Arms sind eher so schwere Waffen, sag ich mal. Also, sie kommen einem immer sehr, sehr schwer vor. Man läuft nicht sonderlich schnell, hat sehr, sehr viel Damage und sie haben eigentlich sehr viel Power, sag ich mal. Und die AK-74U-Reihe ist für mich generell so eine Reihe, das ist so eine abgespeckte AK. Die ist kleiner, bisschen schlanker, bisschen flinker, so alles drum und dran. Wer mein Favorit in der AK-Reihe ist, auch mein Favorit in der AK-Reihe. Und also es ist wirklich für GP eine abnormal gute. Man kann auf Distanz, kann man sie wirklich richtig schön tap feiern. Mit einem ACOG allerdings, also mit einem HDS-4, würde ich euch jetzt nicht empfehlen, weil, ja, ich finde, zu einem HDS-4 passt einfach der AK-Recoil nicht so wirklich, also von der AK-74U jetzt. Und, also auf Entfernung ist wirklich so, die hat sehr, sehr geringen Drop-Off, diese Waffe, also ihr könnt auf Entfernung wirklich gut spielen, wenn ihr dann immer schön einzelne Schüsse mit dem ACOG absetzt, ihr müsst ein ganz bisschen drüber ziehen, musste ich immer, und dann sollte das auf Distanzen 4-Hit, höchstens 5-Hit, wenn ihr die Arme trefft, wenn ihr Pech habt, haben. Also bei mir war es so. Und ja, im Nahkampf ist sie echt wirklich einfach nur überragend. Also durch den Damage und die eigentlich stabile Fire Rate, sag ich mal, stabil, kriegt man die Gegner im Nahkampf auch sehr gut down. Aber da halt die Fire Rate nicht so wirklich hoch ist, hat man wiederum den Vorteil, man hat mehr Schuss. Das heißt, man kann noch mehr sprayen. Und wenn man dieses Damage-Muni-Verhältnis hat, sag ich mal, wenn du 40 Schuss hast und ein Gegner nach 3 Schüssen normalerweise down ist,
dann kannst du im Nahkampf wirklich viel mit dieser Waffe anfangen, weil wenn die jetzt irgendwie eine 90er Fire Rate hätte, dann wären die Kugeln ja schon nach ein paar Sekunden weg. Und das Ding ist, der Gegner wäre zwar dann noch schneller down, aber wenn du Pech hast und mal daneben sprayst oder ein Fail-Aim hast, was man ja in Combat Arms auch ab und zu mal hat, dann wäre es halt vorbei. Und dadurch finde ich, ist die Waffe wirklich geil. Also sie ist nicht overpowered, weil einfach der Recoil nicht so leicht zu kontrollieren ist. Also man muss schon was drauf haben, um auf Distanz diese Waffe tapfeiern zu können, weil sie halt nach den ersten 4 Schüssen dann sehr, sehr stark nach rechts und links ausspringt, wenn man dann zu schnell tapfeiert. Also muss man immer ganz kurz aufhören und dann schön weitermachen. Also sie ist nicht leicht zu spielen, außer im Nahkampf, sage ich mal. Da ist sie wirklich gut. Aber für GP finde ich, ist es völlig okay. Ist eine echt geile Waffe und sie ist auch sehr, sehr unbekannt, sage ich mal. Also ich sehe sie vielleicht einmal in 3 Monaten. Aber ich werde mir die Waffe jetzt auch öfters kaufen, weil ich sie halt in meinem Rang auch schon kaufen kann. Es ist halt auch eine GP Rare, dadurch ist sie ein bisschen teurer, aber es macht einfach wirklich Spaß, mit ihr zu spielen. Gut, ja, auf mittlere Distanz muss man allerdings bursten. Wenn man da durchdrückt, habe ich am Anfang auch gemacht, dann braucht man erstens die kompletten 40 Schuss, bis er down ist, wenn er überhaupt down geht, der Gegner. Und deswegen sollte man einfach einzelne Schüsse absetzen. Das bringt einfach viel mehr. Bei mir ist es auch so, ey, wenn ich dann nervös werde, dann spray ich auch, was das Zeug hält. Aber es ist einfach dumm, man muss einfach präzise irgendwie so brumm, 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 und dann bringt das einfach mehr. Einfach 3er-Schüsse, das ist einfach in Combat Arms ein Muss, sag ich mal. Gut, ja, der Nachteil beim dieser Waffe, also das waren jetzt gerade die Vorteile, die sind eigentlich überwiegend die Nachteile, sind meiner Meinung nach nur das Aussehen. Ich finde, dieses Gold ist ein bisschen, ja, hinten sieht es eigentlich ganz gut aus, aber vorne sieht es dann einfach so plastikmäßig aus. Also der Lauf, der ist so fett und ja, man muss sich da mehr aufs Spielen konzentrieren und so ein schwarzes ACOG Schwarz passt dann halt auch nicht wirklich gut drauf. Gut, ja. Der andere Nachteil ist, dass man halt auf Distanz bursten muss. Und für Anfänger, die dann auf Distanz spielen wollen, ist es halt sehr, sehr schwer, weil durchdrücken geht gar nicht. Also durchdrücken habt ihr Glück, wenn ihr überhaupt den ersten Schuss trefft, sonst habt ihr da eher wenig gelitten. Also ich bin generell nicht so ein AK-Spieler, weil mir das einfach keinen Spaß macht. So langsam. Und dann nehme ich lieber eine durchschnittliche Waffe. Aber die AK-74U generell, die Reihe ist einfach nur echt geil. Also nur zu empfehlen. Und ich spiele da auch ab und zu mit. Auch mit der normalen GP-Variante. Und das ist eigentlich echt ganz schön, diese Waffe zu spielen. Ja gut, also wie gesagt, um diese Waffe spielen zu können, sollte man schon ein bisschen Spielerfahrung haben. Einerseits wegen der Entfernung und dem Tapfeiern, andererseits wegen dem mittleren Kampf, um halt die Muni nicht zu versprayen, und im Nahkampf sollte die eigentlich jeder einsetzen können. Ja, das Gameplay ist auf der Map Wave Rider entstanden mit einem Endstand von 38 zu 15, soweit ich weiß. Ich habe es jetzt nicht genau aufgeschrieben, aber sollte sowas sein. Ja, ich glaube, das Gameplay, das geht nämlich 16 Minuten. Ich glaube nicht, dass ich das voll babbeln kann. Und ich werde es dann, wenn ich es nicht schaffe, abschneiden, weil 16, 17 Minuten Review ist schon gut, aber naja, wer ein richtiger guter Abonnent ist und auch was über die Waffe wissen will, der wird sich auch die 17 Minuten eventuell reinziehen. Gut, kommen wir zu den Stats. Ja, der Damage beträgt 43 Punkte, also der Schaden. Es ist ein echt solider 3-Hit, also man sollte die Gegner mit 3 Hits echt wirklich stark down bekommen. Ja, in Rücken, wenn ihr Glück habt, wenn er angehittet ist und eine Light Vest trägt, ist natürlich 2-Hit. Der Vorteil bei dieser Waffe beim Schaden ist einfach nur, dass der Drop-Off sehr gering ist, also auf weite Distanz. Ja, die Portability, also die Tragbarkeit, beträgt 60 Punkte. Ist okay für eine AK, man kommt sich schon langsam vor, aber es geht, weil man sich mit einer AK-47 noch langsamer vorkommt. Also, wenn man mal die AK-74 gespielt hat, 47, sorry, ich verwechsel das immer, dann weiß man, was langsam ist. Gut, ja, die Fire Rate, also die Feuerrate, beträgt 70 Punkte. Liegt ein bisschen unterm Durchschnitt, aber ist halt auch eine AK, und dadurch, dass sie mehr Damage hat, gleicht sich das aus. Also ist eigentlich auch ganz okay. Ja, die Accuracy, also die Genauigkeit, beträgt 85 Punkte. Ist eigentlich ganz gut. Man kann auf Entfernung super mit ihr Headshots drücken. Also ich würde es sogar noch ein bisschen höher schätzen mit dem ACOG. Ja, der Recoil, also der Rückstoß, beträgt 68 Punkte.
Ist verständlich, sage ich mal, weil man ja schon bursten muss, weil wenn man durchdrückt, sind die Kugeln einfach weg und dadurch ist dieser Recoil auch berechtigt. Ja, der Spread, also die Verbreitung der Kugeln ist auf mittlere Distanz schlecht, weil die Kugeln einfach in alle Himmelsrichtungen fliegen, aber auf nahe Distanz ist der wirklich super. Also 5 Meter, sage ich mal, kann man durchdrücken, alles was drüber ist, sollte man dann halt Dreier Schüsse abgeben oder sogar einzeln. Gut, ihr habt bei der AK-74U nur den Dauerfeuer, also Automatikmodus. Die Camo. Das war jetzt irgendwie, da war irgendwie Camo drinne, Amo, ja, alles mögliche. Also die Ammo-Kapazität beträgt 30 zu 90. Ihr könnt auf diese Waffe alles draufbauen. Ich würde euch einen Extended Magazine 1 oder 2 empfehlen. Also ich benutze inzwischen immer die 1er, weil das ist so ein Mittelding. Ja, die goldene Mitte, man braucht nicht zu lange zum Nachladen, aber hat auch nicht zu wenig Schuss. Hoppala, das war mein Mikro. Dann würde ich euch einen ACOG empfehlen. Ich nehme immer das ACOG mit der Display Range oder wie das heißt. Weil mich diese anderen Sachen einfach nerven immer. Da so diese Punkte oder na, diese gebogenen Striche, wo dann Ammo und HP, da guckt man im Fight sowieso nicht drauf, also das ist völlig unnötig. Gut, ihr braucht den Rang CPT3, also Captain 3, das ist die doppelte Silberpommes mit einer 3 dahinter. Man braucht schon ein Stückchen, bis man den Rang erreicht hat, also ist es der Status GP Rare schon in Ordnung, sag ich mal. Gut, dadurch, dass es eine GP Rare ist, sind natürlich die Preise auch ein bisschen höher, ist aber eigentlich okay für die Leistung. Also es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Also man bekommt schon was für den Preis. Für einen Tag kostet die AK-74U 1200 GP, für 7 Tage 5880 GP, für 30 Tage 23.400 GP und für 90 Tage 64.800 GP. Permanent könnt ihr sie inzwischen nicht kaufen. Es gibt eventuell mal einen GP-Sale, dann werde ich es euch aber auch sagen. Ja, für die Entfernungen, also die Range, würde ich euch eigentlich jede empfehlen, also klein, mittel, groß. Man kann sie halt auf allen Distanzen benutzen, man muss sie halt nur anpassen. Also wie gesagt, Nahkampf kann man durchsprayen, Mittel sollte man bursten und auf Entfernung sollte man einzelne Schüsse einfach nur tap feiern. Gut, die Familie der AK-74U ist ja nicht wirklich die kleinste, also sie hat eher mehr Cousinen und Cousins als normale Familienmitglieder, aber die Cousinen und Cousins nenne ich nie, weil das dann wäre dann zu viel. Also, die AK-74U ist die GP Standard, die AK-74U Goldplated ist die GP Rare, die AK-74M ist die NX Standard und die AK-74M Goldplated ist die NX Rare. Ja, die AK-74U Goldplated ist nicht customizable und auch nicht forgeable. Eine Kaufempfehlung würde ich euch echt ans Herz legen, sage ich mal. Also sie ist echt gut. Man kann sie gut spielen, man muss sich halt ein bisschen einspielen, wenn man davor irgendwie eine SRT oder so gespielt hat, die etwas weniger Rückstoß hat, dann muss man sich da erstmal ein bisschen einspielen. Gut, ja, das war's jetzt zum Review der AK-74U Goldplated. Da war jetzt auch kurz hier beim Gameplay mal, da wurden wir kurze Zeit zugecampt, aber da haben wir uns dann irgendwie wieder rausgecampt und ja, gekämpft. Campt, kämpft. Ja, hat irgendwie eine Ähnlichkeit, die Wörter, ne? Ja, so, ich wollte jetzt nochmal hier irgendwie, irgendwo, irgendwann was loswerden, aber ich habe schon wieder vergessen, was das war. Ja, Krise. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, ach so, ja, klar. Das Let's Play and Talk, das werde ich jetzt morgen wieder anfangen. Ich habe wieder richtig viele Themen, also wirklich viel. Da werden locker mal wieder 5, 6 Folgen kommen. Die werde ich dann alle 2 Tage hochladen. Die Reviews werden jetzt auch jeden Tag kommen. Also es wird jeden Tag eine Folge kommen, egal was, habe ich beschlossen. Aber ob Review, Live-Commentary, Upgrade, bla bla oder sonst was, das ist dann, ja, das mache ich immer so ein bisschen gemischt, sage ich mal. Und ja, gut, ich hatte jetzt aber noch irgendwas im Kopf, ich weiß es gerade nicht. Das Division mache ich mal kurz einen Cut und muss überlegen, ja, dumme Leute brauchen Zeit.
So, jetzt habe ich noch ein paar Themen. Also, ich habe ja auch eine Facebook-Seite, die werde ich jetzt noch in nächster Zeit ein bisschen neu gestalten. Und ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr die alle mal liken würdet, weil da muss ich nicht immer ein Video machen, um irgendwelche Infos bekannt zu geben. Das wäre dann irgendwie ein bisschen praktischer, sage ich mal. Also, es wird noch mal extra ein Video kommen für meine Facebook-Seite. Der Link ist aber trotzdem in jedem Video unten verfügbar. Zum Gewinnspiel kann ich sagen, ich werde dazu auch noch ein extra Video machen oder über Facebook, weil dann müsst ihr halt auf Facebook mich geliked haben, weil dann werde ich die ganzen Likes, also die mich geliked haben, die Namen werde ich mir aufschreiben und dann werde ich mir einen ausloten. Und ja, dann gibt es eine 30-Tage-Waffe zu gewinnen, zwei Leute können eine 7-Tage-Waffe gewinnen und drei Leute können eine Eintageswaffe gewinnen. Ja, gut, also. Dann noch zum Clan. Also, wie gesagt, ich habe ja hier im Clan Paladins of Death. Wir suchen noch so mehr oder weniger Member. Also, ihr sollt TS3 haben und mindestens eine KD von 1. Dann könnt ihr gerne den Clan joinen. Allerdings ist es so, dass ihr halt auch mal wirklich euren Arsch selbst bewegen könnt und einfach mal eine Clan-Anmeldung schicken könnt oder mich in Commandants anschreibt. Aber was ich auf keinen Fall mache, ist euch zu adden, damit ihr in den Clan könnt. Wenn mein Clan will oder einfach kommen möchte, schreibt mich entweder auf YouTube an oder addet mich einfach mal in-game. Ja, das wäre auch irgendwie ein bisschen, dann wäre einfach die Welt wäre leichter. Ja, das ist dann alles mehr locker easy. Gut, ja, dann habe ich halt gerade so viele Videoideen, dass jetzt jeden Tag ein Video kommen wird. Und ja, gut, ich habe jetzt 218 Abonnenten, es geht wirklich schnell. Ich danke euch allen. Und gut, also morgen wird dann ein Let's Play and Talk oder ein Review kommen. Das muss ich mir noch überlegen, je nachdem, wie viele Let's Play and Talk ich aufnehmen werde. Ich habe auch gute Themen. Ihr könnt mir auch einfach mal Themen für das Let's Play and Talk unter das Video hier schreiben, wenn ihr Themen habt, irgendwie irgendein Schwachsinn halt, sowas wie Religion, darüber habe ich halt schon geredet. Worüber ich reden soll, irgendwie Hungersnot oder irgendwas, was euch irgendwie interessiert oder auch nicht, oder worüber ihr was wissen wollt, könnt ihr unter das Video schreiben und dann werde ich euch ein Review oder ein Video, kein Review, was war ich, ein Video halt, ein Let's Play Talk dazu machen. Dann habe ich jetzt auch Command Arms Tutorials angefangen und zwar habe ich die auch schon fertig, die liegen auf meiner Platte, die gehen halt so rund um Command Arms. Gut, so, eine Sache wäre noch, wenn ich euch bitte, irgendwas unter das Video zu schreiben, würde ich euch auch bitten, das zu machen, sonst kommen wir alle nicht voran. Na ja, gut, das war's jetzt von mir. Ich hoffe, das Review und die paar Informationen haben euch gefallen. Es werden Videos folgen. Macht's gut und bis dann.